So, ja, herzlich willkommen zurück. So, Pause Nummer 2 und somit der letzte Teil des heutigen Abends ist somit angebrochen. Wir werden bis Mitternacht, denke ich, noch durchzocken. Jo. Und dann waren wir heute wieder brav, würde ich sagen. Dann habe ich euch genug gequält für die Woche. Es ist auch stockdunkel geworden. Wir könnten einen Platz zum Schlafen gebrauchen. Hier ist mal kein Bett. Ich fürchte, dass wir da oben auch keins kriegen werden, ohne dass wir Ärger bekommen. Ich probiere es einfach mal. Gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Jawohl, ja. Das ist fein gewesen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Okay. Kochen brauchen wir nichts. Passt, das lief gut. Wenn das Unwetter kommt, will ich nicht hier sein. Ja, da hat er recht. So, mit ihm haben wir schon mal gesprochen. Ich wollte eigentlich mit dem Kerl da sprechen, der hier zuständig ist fürs Lager und so. Flavio, da ist er schon. Der Typ mit der Halbglatze. Servus. Ich bin der Händler Flavio. Ja. Hey, ich. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Okay. Womit handelst du? Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Fälle klauen mit Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Schön. Du hast keine Arbeit. Du hast keine Arbeit mehr zum Anbieten. Wieso das denn? Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Ach, komm schon. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Bellschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Okay. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Hast du keine Felle? Boah, das ist ein Tritt, weißt du. Und ist die Gürtellinie. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Wo finde ich Baxter? Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Und des Nachts in der Disco. Yay. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden? Ja. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Bellschwur, damit er es verteilen kann. Hoffentlich habe ich das jetzt, ne? Ich brauche ein paar Sachen. Ich brauche ein paar Sachen. Wolfsfelle weiß ich, aber ich habe jetzt keine Ahnung. Boah, geht sie voll aus. Glück im Unglück. Was haben wir da noch? Kieferzange. Mit der kann man Keilen ihre Hauer ausbrechen. Die habe ich noch nicht. Ne? Wir haben jetzt nur Flügelschere und Kiefermeißel für Rottwürmer. Ne? Ah, ja, ja. Stachelbrecher, das wäre auch nicht schlecht. Würde ich gern kaufen, würde ich auch gern kaufen. Kralle, na, na. Aber die zwei sind schon mal super. Ja, die, mit dem tue ich mal handeln. Ja, die Felle. Na, verkaufe ich später. Zuerst gehen wir dann die Quest ab, ne? Okay. Auftrag bekommen, Finn sucht Arbeit. Da unten waren wir auch noch nicht. Da soll es hier irgendwo ein Lokal geben. Ich nehme mal an, das hier.
Hallo, Kata. Hey, Kleiner. Dich kenne ich ja gar nicht. Ist wohl noch nicht lange hier, was? Bleib in der Gosse, dann passiert dir auch nichts. Ich bin nicht klein, ich bin gleich groß wie du, du Glatzi. Du gehörst zur Stadtwache? Du gehörst zur Stadtwache. Und die Stadtwache vertritt das Gesetz. Also sei immer schön brav. Dann kriegst du auch keinen Ärger. Natürlich. Siehst du den Heiligenschein nicht, der über unseren Kopf schwebt? Naja, es gibt nur wenige Stadtwachen. Kannst du mich trainieren? Ja, mal mit dem Es gibt nur wenige Stadtwachen. Das war mal anders. Wir waren die Ersten, die in die Ruinen gegangen sind. Und viele von uns sind nicht zurückgekehrt. Das war noch, bevor Inquisitor Mendoza mit seinen Leuten ankam. Wenn wir nicht gegen die Monster gekämpft hätten, wäre hier jetzt niemand mehr am Leben. Super. Kannst du mich vielleicht rein zufällig trainieren? Kannst du mich trainieren? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich auch sehen, wo ich bleibe. Nee, schließlich klar. Haben wir ziemlich schlechte Zeiten. Oh. Was kannst du mich denn unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke und Schwert, alles gleiche. Zurück. Hier ist... Seemannskiste. Okay, das ist... Da ist die Kneipe. Mann. Hallo, Bart Simpson, wie geht's dir? Hey, du. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wenn ja, dann hätte ich da was für dich. Wer bist denn du? Wer bist du? Mein Name ist Bart. Ich bin Schatzsucher. Genau wie meine beiden Brüder auch. Das liegt in unserer Familie, würde ich sagen. Es gibt noch mehr von deiner Sorte? Allerdings. Genau genommen sind wir drei. Olf und Düter sind meine Drillingsbrüder. Auch das noch. Woran arbeitest du gerade? Um ehrlich zu sein, zurzeit an gar nichts. Wie du sicher mitbekommen hast, haben die Weißen die Stadt abgeriegelt. Naja, und innerhalb der Stadtmauern gibt es in der Regel nicht so viel zu tun für einen Schatzsucher. Ich hoffe, dass Olf bald wieder einen vernünftigen Job für uns auftreibt. Ich will wieder in die Ruinen. Oh, ihr Drillinge seid getrennt unterwegs? Düter habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Aber man sagte mir, dass Olf irgendwo im Händlerviertel gefangen gehalten wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Scheint dich aber auch nicht sonderlich zu beunruhigen. Olf ist ein harter Bursche. Der wird sich schon irgendwie selbst helfen. Wie immer. Klar. Ich werde mir das mit deinem gefangenen Bruder mal anschauen. Wenn du meinst, schaden kannst nicht. Was für ein Artefakt hast du denn anzubieten? Eine große goldene Schale. Wenn du sie haben willst, kostet dich das 150 Goldmünzen. Die brauchen wir leider. Warten wir mal kurz. Die haben wir für irgendwas gebraucht. Aber ich glaube erst später. Hallo, Josh. Ah, Josh. Entschuldigung. Das sieht man gern. Was kann ich für dich tun? Ich habe hier einen Heiltrank für dich von Belschwur. Danke. Ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Und was mit den Damen? Wir Frauen können das ja viel besser. Wir haben zarte Hände, haben hübsche Äuglein und können ganz sanft euch Bandagen einwickeln, euch Tränke überreichen und können euch auch ganz sanft, wenn ihr euch nicht zu benehmen wisst, eine runterhauen. Ja, das können wir Frauen sehr, sehr gut. Ich will was trinken. Kannst du mir einen Witz erzählen? Das ist zu riskant. Ja. Ich will was trinken. Was darf's denn sein? Was hast du denn? Rum, Bier und Wasser. Gut zu merken, genau. Auch und gut zu wissen. Bis später. Heiltränkchen abgegeben. Gut. Was haben wir noch hier? Ist das Diebstahl? Boah, Glück gehabt, nein. Ist da oben noch jemand? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ja, gut. Schön. Dann sind wir hier fertig. Ah, warte hier. Reiselust. Was ist denn da oben? Ach so, das war der Tempel dann, ne? Halt. Minze. Hallo, Gilles? Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite.
Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Erzähl mir mehr über die Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Alles klar. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Was man von der alten Stadtwache nicht unbedingt behaupten kann. Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk. Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Ja, was soll man machen, ne, wenn es sonst keine anständige Arbeit gibt? Ich soll Heiltränke für Belschwur verteilen. Das ist eine gute Sache. Die Menschen hier brauchen Heilung. Wie finde ich die ganzen Leute, die die Tränke brauchen? Belschwur hat dir doch sicher eine Liste gegeben, oder? Ja. Ja, richtig. Du findest die Leute alle hier in der Gosse. Die meisten sitzen auf der Straße. Gut. Wie bist du Novize geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Schön für dich. Wie ist der Inquisitor auf die Insel gekommen? Taschendiebstahl. Das weiß ich nicht. Ich meine, er war schon mal hier, ist aber dann wieder abgereist. Und jetzt? Keine Ahnung. Plötzlich war er da. Okay. Schön. Amen. Wer? Hallo Cole. Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Ja, wo man sich vielleicht die Füße ein bisschen ausstrecken kann oder so. Was ist an diesem Platz so ruhig? Wir sind hier im Schrein der Heiligen Flamme. Einen ruhigeren Ort findest du in der ganzen Stadt nicht. Und? Was machst du hier? Ich bete. Ich bete, dass der ganze Spuk hier bald vorbei ist und ich wieder auf die Jagd gehen kann. Ich wollte gerade fragen, ne? Der zweite Jäger von dem einen Typen, mit dem wir vorhin gesprochen haben. Also sein Kollege. So. Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Okay.
Erzähl mir von der Flamme. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Ein schöner Glaube. Hier, ein Heiltrank für dich mit einem Gruß von Belschwur. Hier, ein Heiltrank für dich mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Nein. Du bist Jäger? Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Oh. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Furchtbar. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Ohne Bogen? Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Geschick, Geschick und Bogen. Gut. Zurück. Vierti. Ach ja je, da haben wir schon zwei Tränkchen verteilt. Ich nehme mal an, der gute Finn hier könnte auch ein Tröpfchen brauchen. So ist es auch. Belschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Wohl bekommst. Belschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Drei. Bist du auch so ein armer Tropf? Nein. Vielleicht da drüben. Jetzt schauen wir zuerst bei den Bauern vorbei. Ganz besonders bei dem hier. Hallo Elias. Ja, ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. Tschü. Du bist es, glaube ich, nicht, oder? Na. Aber ich kann mir vorstellen, der arme Bauer da drinnen, ne? Mit seiner armen, kranken Frau. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die was bekommen dürfen. Hallo, Arno. Meister Belschwur schickt mich zu dir. Mit diesem Heiltrank. Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Danke. Doch die Heiltränke von Meister Belschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Ach komm, ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. Viel Glück. Ich weiß, wer eins hätte. Kriegst du auch einen Trank? Nein. Sind mir die Tränke jetzt schon fertig? Glaub nicht, oder? Nein, nein, nein. Die haben alle keine Namen, glaube ich. Ja, das ist nämlich das Gemeine, ne? Nur die, was Namen haben, kriegen eigentlich einen Trank. Na. Das wäre auch komisch gewesen. Du? Na. La la la. Wenn ich jetzt da das Bettchen zahle, wird es dabei einmal helfen? Speichern einmal. Gib mir ein Bett. Puh. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für Sie. Was hab ich damit zu tun? Solange der Mist mit Delgado nicht geklärt ist, habe ich für so einen Quatsch keine Zeit. Na toll. Ach. Ja. Da muss ich schauen. Danke für die Beeren. Da muss ich irgendwie dazu schauen, dass ich andersweitig entweder ein Bettchen für sie kriege oder
Es wird teuer. Lebt hier jemand? Tatsächlich. Hallo, Nelson. Ahoi, Fremder. Ich bin Nelson, Kartenzeichner. Ich brauche eine Karte der Insel. Wo? Ich brauche eine Karte der Insel. Wofür? Es darf doch niemand die Stadt verlassen. Gibt es da nicht so ein Gesetz? Das wird mich nicht lange aufhalten. Nun, wenn das so ist, dann will ich dir eine Karte zeichnen. Schön. Einfach so? Was verlangst du? Na, Bascha, was verlangst du für die Karte? Was verlangst du für die Karte? Oh, ich werde sie dir zu einem angemessenen Preis überlassen. Aber darüber können wir reden, wenn sie fertig ist. Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Oh, das geht nicht so schnell. Eine gute Karte braucht viel Zeit. Finde du erst einmal einen Weg aus der Stadt. Dann kannst du dir die Karte abholen. Alles klar. Sehr nett. Ah, sehr nette Leute. Hallo, Sid. Hey, ich bin Sid. Und jo. Du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Noch nicht. Was hast du gegen den Orden? Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Wer ist Rodriguez? Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Okay. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Alles klar. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ne? Hier gibt es nichts Interessantes für dich. Hi, Kathy. Hallo, Fremder. Ich bin Casey. Casey, ja, super. Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Ich habe einen Weg gesucht und gefunden. Du bist ganz schön neugierig. Nö, das erste Ich habe einen Weg gesucht und gefunden. Natürlich. Jemand wie du lässt sich nicht von ein paar Gitterstäben aufhalten. Genau. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst? Genau. Er macht mir Geschenke. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Oh, ein 1000 Sasser. Erzähl mir von dir. Kann ich den Ring einmal sehen? Kann ich deinen Ring mal sehen? Nein, das ist meiner. Nachher nimmst du ihn mir noch weg. Erzähl mir von dir. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Muss das jetzt sein? Erzähl weiter. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die anhaben? Kein Stil und so. Ja, genau. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Taschendiebstahl riskieren? Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. Nelsons Ring. Ich denke mal, den will er gern wieder haben. Fragen wir doch mal, oder? Ist die Karte fertig? Na, das kann ich jetzt nicht machen. Nelsons Ring, Akrobatik plus. Puh, das ist... Also, boah, vielleicht kommt da noch eine Quest später. Das ist gerade echt gemein, ey. Alter. Dirne, ja. Wie soll es mal weitergehen? Hey, die kann eben auf der Ding da spielen, auf der Muschel. Ich kann das nicht. Vasili, hallo. Ahoi. Ahoi. Was machst denn du hier? Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Ach, wieso das denn? Du arbeitest für Patty? Du arbeitest für Patty?
Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Erzähl mir etwas über den Hafen. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, kommen ja auch keine Schiffe. Die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen, ist Carrasco. Er gehört zum Orden und verwaltet das Lagerhaus. Außerdem bezahlt er miserabel. Halt dich an Lucor. Er hat da was Eigenes am Kochen und wenn du dich gut anstellst, ist die ein oder andere Münze extra drin. Okay. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Lucor ist ziemlich geizig. Schön. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen? Geh zu jemand anderem. Schiffsoffizier, Seemann. Dann schauen wir da mal rein. Hallo. Ingwer. Kann man dich in einen Tee reinstecken? Ingwer-Tee. Auf jeden Fall mal speichern. Das lief alles schon recht gut. Hat meine Alte dich geschickt? Wer? Ja, genau, deine Frau hat mich geschickt. Nein, nicht, dass ich wüsste. Deine Frau? Noch nicht, nein? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist auch besser so. Tilde ist ständig am Quatschen. Das hält doch keiner aus. Und was machst du hier? Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ernte weg, Kühe weg. Und dann haben sie uns vom Hof gejagt. Okay. Und jetzt will Carrasco mir nicht mal mehr einen Job als Kistenschlepper geben. Vielleicht säufst du zu viel. Ach, Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Sondern? Langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du quatschen willst, geh zu Lucor. Der weiß doch, was läuft. Was denkst du über die Inquisition? Was denkst du über die Inquisition? Schweinehunde allesamt. Sperren uns hier ein und behaupten, sie wollen uns helfen. Da spuck ich drauf. Sehr gut. Das brauchen wir nämlich für später. Dann, hallo Betty. Hey Fremder, du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Mhm. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal einen. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Oh, das habe ich gebraucht. Das ist gut. Gib mir noch ein Bier. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Okay. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nämlich auch. Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Nein. Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Ach was. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Oh. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Okay. Komisch. Du willst also aus der Stadt. Und wie soll es dann... wie soll das gehen? Du willst stimmt also eigentlich, aus ja. der Stadt. Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll, als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist ja rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das war nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache.
Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Alles klar. Das wird dann so geredet. Was? Achso. Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Na dann, kennst du jemanden, der Artefaktschmuggler sein könnte? Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Sein Bruder und so, ne? Die drei. Jeder hat dann eins. Gib mir noch ein Bier. Gib mir noch ein Bier. Ich wusste, es würde dir schmecken. Aber ab jetzt bezahlst du dafür, okay? Danke, zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Dietrich, Kaffee. Kaffee. Trank, Rum, Grog, Bier, Wein und Wasser. Ich danke dir, Gnädigste. Schönen Tag noch. Nico, mit dir haben wir schon gequatscht, ne? Haben wir dann hier noch irgendjemanden? Na, das ist nur ein Lager. Hier. Ist eigentlich ein zweites Zimmer, aber nichts los. Da oben. Ah. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Woher stammt dein Artefakt? Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Dein Bruder Ulf wird von den Weißen gefangen gehalten. Dein Bruder Ulf wird von den Weißen gefangen gehalten. Ulf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Schöner Zusammenhalt. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Ja. Hey, kennst du einen guten Witz? Das ist zu riskant. Dachte ich mir schon. Ich weiß nur, dass wir, glaube ich, alle drei kaufen oder beziehungsweise haben müssen. Zumindest die zwei, die es momentan gibt. Ist aber, glaube ich, machen wir ein bisschen später. Seemann hin und her, jawohl. Gnädigste, bist du noch? Ja, nur eine Bäuerin. Nur eine Bäuerin ist sie eben. Ordenskrieger, wer bist denn du? Ukos. Ukos wacht über Lagerhaus. Ja. Aha. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfe, stark zu werden. Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Zeig mir, wie man kämpft. Zeige mir, wie man kämpft. Stärke und Axt. Aha, alles gut. Wie viel Fleisch kannst du essen? Das ist zu riskant. Okay. Tschüssi. Dann dürfen wir da nicht rein, sonst verhaut uns der Kerl. Hier ist auch keiner drin. Hallo, Lukor. Hey, warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Was? Ja, und wohin? Hierhin, oder was? Ah. Hast du ein Problem mit Carrasco? Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Aha. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Ist ja nur verständlich. Und, klaust du? Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann?
bin ich ein unbescholtener Bürger. Mhm. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Mhm. Ich bin zu schlau für Sie. Sehr gut, dann hoffen wir mal, dass du da so schlau bleibst, ne? Wenn sie dich erwischen, das kann böse enden. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Nein. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Vielleicht. Was hast du denn anzubieten? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Oh. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Verständlich, ja. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Okay. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Okay. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Alles klar. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Mhm. Da können wir ihm schon Ruf erarbeiten für die jeweilige Fraktion, ne, sozusagen. Ruf, Sympathie, wie auch immer. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Na, mit Sicherheit nicht. Ich will 400. Echt? Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut, du bekommst die 400. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Ist ja voll cool. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Ich hätte echt gedacht, das klappt nicht. Das ist zu riskant. Voll cool. Alter Schwede. Gut. Dann. Ich glaube, da sind wir hier fertig. Den Nico wollte ich noch sprechen. Dich. Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Bitte, nimm einen, ich hab welchen. Hast du meinen Rum? Sicher, hier hast du ihn. Hier hast du einen Rum. Prost, der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Großartig. Du bist Fischer? Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Oje. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? 300 Goldstücke und er ist dein. Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was kann ich für dich machen? Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen, verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden.
Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen. Für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Alter, was ist das für ein Artefakt? Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Gib her den Schund. Das ist dir anscheinend zu teuer. Stimmt, ja. Ich werde die Kohle nicht haben, ne? Vasili, Lukor schickt mich. Peti sucht nach ihrem Vater. Machen wir das obere, oder? Lukor schickt mich. So, so. Ich nehme an, er hat dir auch mein Gold mitgegeben. 200 Goldstücke und du kannst das Zeug haben. Hier ist dein Gold. Sind zu viel. Sind zu viel? 200 Goldstücke sind zu viel. Ah, daher weht der Wind. Du bist ein Schläger. Also, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. Du bezahlst meinen Preis oder du musst mich umhauen. Oh. Such es dir aus. Patty sucht ihren Vater. Patty sucht ihren Vater. Ah, zeig mir mal jemanden, der nicht nach Kapitän Gregorius Stahlbart sucht, Mann. Ich weiß nur, dass er vor langer Zeit mal hier war. Aber wo er jetzt ist oder ob er überhaupt auf dieser Insel ist, weiß ich nicht. Mhm, okay. Gregorius ist ein Captain? Gregorius ist ein Kapitän? Was denn? Du kennst den Piratenkapitän Gregorius Stahlbart nicht? Der Kerl hat mehr auf dem Kerbholz als jeder andere Freibeuter, den ich kenne. Pirat? Mann, oh Mann. Du lässt dich da gerade auf eine sehr gefährliche Sache ein. Keine Ahnung, was Patty dir erzählt hat, aber an deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sie ist die Tochter eines der berüchtigsten Piraten hier in dieser Gegend. Großartig. Was weißt du noch über Captain Stahlbart? Was weißt du noch über Kapitän Stahlbart? Eriksson behauptet, dass Gregorius Stahlbart eine Baracke hier in dieser Stadt hat. Aber ich glaube ihm kein Wort. Wenn er wirklich wüsste, wo Stahlbarts Baracke ist, hätte er sie sicher schon geplündert und wäre über alle Meere. Stattdessen habe ich Eriksson lediglich in Sonjas Bordell herumlungern sehen. Dann werden wir ihn mal fragen, oder? Was schätzt du, wäre in Stahlbarts Baracke zu holen? Was schätzt du, wäre in Stahlbarts Baracke zu holen? Ah, denk doch mal darüber nach, Mann. Das völlig herrenlose Haus eines berüchtigten Piratenkapitäns, der die Meere unsicher gemacht und unschätzbare Reichtümer angehäuft hat. Zeig mir mal denjenigen, der nicht gerne mal darin herumstöbern würde. Wahrscheinlich ist gar nichts drin, weil er alles irgendwie versteckt hat, ne? Piraten irgendwo eingebuddelt oder so. Ich werde dich umhauen. Warte mal, nicht so schnell. Erst einmal tu mal speichern und dann hauen wir um. Wahrscheinlich nicht, aber Versuch macht klug. Also, ich hau dich um. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Ja, ich fürchte, ich werde... Zeig mal, was du kannst. Wow. Ja. Ja. Okay. Ja. Puh. Jawohl. Los doch. Oh. Na komm schon. Mach schon. Ja. Mach schon. Wow. Mach schon. Au. Komm raus da aus dem Eck. Weiter. Ja. Na los. Komm schon. Mach schon. Ja. Au. Ah. Los, worauf wartest du? Ja. Puh. Au. Los doch. Ja. Ja. Puh. Jawohl. Los doch. Ja. Aber langsam, langsam. Puh. Glück gehabt. Mach schon. Au. Nicht zu viel riskieren. Los, worauf wartest du? Boah. Ich habe aufgelöst. Den Schild aufgelöst. Ja, Luft aufgelöst habe ich ihn. Scheiße, fast geschafft. Bild durchhalten noch, dann geht das. Nicht zu riskant spielen, dann geht das. Null Problemo. Sprach der Alf. Hallo, warte. Ich hau dich um. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Ja, ja. Na, dann zeig mal, was du kannst. Puh, das war knapp. Weiter! Jawohl, zwei schöne Schläge. Los doch!
Puh, aufhören. Jawohl. Los da! Ruhe geben. Macht er noch einen zweiten hinten nach. Diese Dudel, also Vasili halt, ne? Los, worauf wartest du? Ja. Jawohl. Weiter! Ja. Puh! Los doch! Ja. Jawohl. Weiter! Na komm. Ja, okay. Nichts erwischt. Jawohl. Los doch! Aua. Puh. Ja. Au. Ich riskiere schon wieder zu viel. Los doch. Langsam. Jawohl. Ja. Mach schon. Ja. Jawohl. Los, worauf wartest du? Jawohl. Los doch. Ja. Weiter. Mist. Jawohl. War scheiße. Na, das schaffe ich wieder nicht. War der stark. Ich bräuchte echt mal eine bessere Waffe. Los, worauf wartest du? Los doch! Puh. Los, worauf wartest du? Puh. Ich werde verlieren, ich weiß es jetzt schon. Los doch! Los, worauf wartest du? Jawohl. Los doch! Ja. Ja, war klar. Scheiße. Da brauche ich echt mal eine bessere Waffe, wäre nicht schlecht. Aber den kriegen wir noch klein. Das muss ich irgendwie hinhauen. Hinhauen tun. Hiha, hu. Prost. So, das muss ja funktionieren. Na, nicht. Was doch du? Ich werde dich umhauen. Das haben... Na, dann ja. Zeig mal, was du kannst. Ein Kampf. Seht euch das an. Ja! Ey! Puh! Zurück. Glück gehabt. Mach schon! Ja! Alter! Los, worauf wartest du? Ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja! Na komm. Feigling. Mach schon! Ah, ja, na freilich. Ja. Los, worauf wartest du? Puh, zurück, zurück, zurück. Jawohl. Weiter. Puh. Ja. Los doch. Ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Super gemacht. Alles nehmen. Wo ist die Waffe? Hier. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bravo, bravo. Das können wir gleich speichern. Speichern. Und fortsetzen. Na? Dreckskerl. Ich hoffe, die Rüstungsplatten bleiben dir im Halse stecken. Ich esse die doch nicht, du Depp. Ich esse die doch nicht. Also Hilfe habe ich mir anders vorgestellt. Immer wieder das. So. Wir haben die seine. Und die Artefakt-Kacke müssen wir auch noch kaufen. Hoppala, Entschuldigung. Puh, wir haben für das alles zu wenig Geld. Ich würde sagen, wir machen uns mal ein bisschen in die Richtung hier auf. La 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 la. Was haben wir hier? Ist. Dargel, hallo. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo. Der kann ein Lied davon singen. Wer ist Mo? Ja, der aus der Kneipe, ne? Mein Gehilfe.
Er macht gute Arbeit und hat viel zu tun. Also ärgere ihn nicht. Ich werde mich bemühen. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Toll. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Super. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Genau, den Kerl fragen. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Genau, den Kerl brauchen wir. Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen, wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Oh, Wurst. Gekocht. Gebraten. Bratwurst mit Ketchup und Senf. Ich suche Baxter. Der ist im Haus nebenan. Dort ist das Büro. Alles klar. Lass uns handeln. Gib her deine leckeren Wurstdinger. Kostet aber schon eine Stange, ne? Auch. Ein Topf wäre halt schon Fisch. Ragout. Ab in den Topf. Umrühren, fertig. Schmeckt aufgewärmt sogar noch besser. Und wieder stimmt. Aber es ist kein Fleischwanzen-Ragout. Somit muss es extrem lecker schmecken. Und wird auch gar nicht mal so schlecht heilen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen knapp bei Kasse. Ich komme da mal drauf zurück, bevor ich hier die Stadt verlasse. Das ist zu riskant. Ja. Ich glaube, es ist besser. Hallöchen, Mo. Hi, ich bin der Mo. Was hast denn du für eine Tätowierung? Geht's dir gut? Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Ja, gern. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Okay. Habt ihr noch ein paar Felle? Ja, ein paar alte Felle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Nein. Ja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Felle gehörten eh schon Baxter. Super. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Ist ja cool. Netter Kerl. Och du heilig, wie schaut's denn da aus? Jetzt sehe ich das erst. Du solltest hier wirklich mal sauber machen. Als wenn da wer anders gestorben wäre, als eine Kuh. Also hier müsste dann Baxter sein, ne? Wir haben genug Fälle, wir können das sofort abgeben. Hallo Baxter. Moment. Dreimal dicke Rippe zu 25 und 18 Hinterschinken sind 265. Ja, was gibt's? Du rechnest? Ja, ich mache die Abrechnungen und führe die Bücher der Fleischerei. Verstehe. Rechnen ist gar nicht so schwer. Du musst nur mit den kleinen Zahlen anfangen. Ich kann rechnen. Wirklich? Lust auf eine kleine Aufgabe? Ja, jetzt blamier ich mich wahrscheinlich. Gib's mir. Wie viel ist 14 mal 17? Moment. Ja, das hier. 238. Richtig, sehr gut. Ein Mann sollte die Waffen des Geistes zu schätzen wissen. Ich komme wegen des Handels mit Flavio. Sagen wir mal, wie viel ist 3758 und 4699? Das ist zu riskant. Ja, eben. Ich komme wegen des Handels mit Flavio. Aha, der Handel mit Flavio. Da fehlte mir noch die Ware. Das sind insgesamt 10 Felle. 5 Wolfs- und 5 Keilerfälle. Aber ich nehme nur die vollständige Lieferung, damit das klar ist. Sehr gerne, Synchronstimme von Xadas. Hier sind die Felle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch.
Super. Tschüssi. Ciao. Baba. Gut. Sehr gut. Dann, was haben wir hier noch? Oder wen? Was? Genau, sehr freundlich. Bürgerin, jawohl. Wer bist du? Die hat auch mal ein blaues Kleid an. Lilly, hallo. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Jeder Mann, der deine Nähe spürt, darf sich glücklich schätzen. Danke. Wenn du so redest, fange ich an zu träumen. Und ich weiß, unsere Zeit wird kommen. Lass mich dann nur nicht sitzen. Ach du Heilige. Bitte was? Ich darf auch mal? Wow. toll, eine Beere. Haben wir da hinten auch noch was? Nein, aber dafür schöne Schmetterlinge. Ich wollte eigentlich nur ins Bordell reingehen, weil eben dieser eine besagte Typi da verweilen sollte. Ich habe sonst momentan noch keine Absichten. So nötig habe ich es noch nicht. Also, der Ding hier. Hallo? Ja, genau, mit dir wollte ich reden. Eriksen, was hallo. Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Bist du freundlich? Ich bin neu in der Stadt. Ich bin neu in der Stadt. Ist mir doch scheißegal. Verschwinde. Oder du kriegst ein paar aufs Maul. Ich werde dich gleich verhauen, du Krüppel. Entschuldigung, aber ist ja wahr. Dafür speichere ich schon mal. Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Ich habe mal ein paar Fragen an dich. Genau. Ich habe mal ein paar Fragen an dich. Und ich kann dir die Fresse polieren. Ansonsten habe ich dir nichts zu sagen. Verschwinde. Du Sau. Ich bring dir mal ein paar Manieren bei. Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal los. Ja, komm her, du Arsch. Ja. Tja. Gut, der hält was aus. Tja. Aber das Glück ist, dass er langsam ist. Tja. Er wird zwar viel Schaden anrichten, wenn er mich trifft, aber... Halt damit auf! Tja. Wieso? Er ist ein Arschloch. Ja. Was soll das? Komm. Jawohl. Also müssen wir darauf schauen, dass er uns nicht trifft. Nach Möglichkeit. Na, wir hören jetzt nicht auf. Ich bring ihn zur Strecke. Oh, doppelter. Jawohl. Ja. Das jawohl. Wird noch Ärger geben. Ach, woher? Fläschchen, Bier und Barackenschlüssel. Das nehmen wir alles mit. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Waffe? Mist, jetzt hat es wieder an. So, Großmaul. Okay, du bist der Stärkere. Hm? Was willst du denn noch? Reden? Hab mal nicht so ein großes Maul, Kollege. Hab mal nicht so ein großes Maul, Kollege. Ja, ich sag schon nichts mehr. Du weißt, wo sich Captain Stahlbarts Baracke befindet? Du weißt, wo sich Kapitän Stahlbarts Baracke befindet? Du scheinst nicht zu wissen, auf was du dich da einlässt, Mann. Wenn du so weitermachst, wirst du dir nur die Finger daran verbrennen. Das werden wir noch sehen. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorius Baracke ist, sonst setzt was, nämlich nochmal. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorius Baracke ist, sonst setzt was. In der Gosse, Mann. Das Ding ist in der Gosse. Es ist eine dieser Baracken in der Nähe von Costas Hotel. So, und lass mich endlich in Ruhe. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Und der Schlüssel, den du bei dir hattest, passt zur Haustür, nehme ich an, ja? Ich sag nichts mehr. Ich hab gehört, du bist ein Schlappschwanz. Ich hab gehört, du bist ein Schlappschwanz. Was? Wer hat dir das gesagt? Ich bin vielleicht ein Arschloch, aber ich bin noch lange kein Schlappschwanz. So eine Frechheit! Entschuldigung, das ist gerade lustig. Ja, hallo Sonja. Dem hast du es aber gezeigt, Schätzchen. Wurde auch Zeit, dass Eriksen endlich mal Schläge kassiert. Was kannst du mir anbieten? Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Weiß auch das Was du hier ist. Nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Aha. Verkaufst du auch Informationen?
Verkaufst du auch Informationen? Wenn das Gold stimmt, bekommst du alles von mir. Du gibst mir 10 Goldmünzen und stellst deine Frage. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich es tun. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede? Dann behalte ich das Gold. Das ist ja riesig. Kein Spaß ohne Risiko, Schätzchen. Ja, ja. Na freilich. Wie läuft denn dein Geschäft? Wie läuft dein Geschäft? Seit die Weißen die Stadt abgeriegelt haben, wird unsere Kundschaft immer widerlicher. Schau dir doch bloß mal den Mistkerl Erickson da drüben an. Säuft den ganzen Tag und schlägt meine Mädchen. Und ich kann nichts dagegen unternehmen. Frag doch mal mein Mädchen Carol danach. Erickson hat dir ganz schön übel mitgespielt. Dreh denn doch die Eier weg. Dann kann er nie mehr was machen. Der jammert dann nur mehr herum und ist leichte... Ja, ach, vergiss es. Ich brauche Infos. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Über Banditen des Dom. Was genau wollen die Weißen in der Stadt? Wer zählt zu den einflussreichsten Bürgern? Wo kann ich hier Arbeit finden? Bei wem kann ich hier was lernen? Ach, später mal, wenn wir wirklich was brauchen. Danke, Mädel. Mann, du Arschloch. Also nicht das Mädel, sondern... Hallo. Die geht gleich mit. Naja, okay, sie hat ein Bikini oder sowas an, keine Ahnung. Hallo, Carol. Na, die geht gleich mit dem ganzen Gewand. Ich bin gar nicht da, okay? Ach, was ist denn los? Was ist los mit dir? Ach, es ist dieses besoffene Schwein Erickson. Tagelang saß er da auf der Bank und starrte mich so unheimlich an. Schließlich hat er bei Donna Sonja für mich bezahlt und ich sollte mit ihm gehen. Ich habe mich geweigert und da hat er mich verprügelt, das Schwein. Hör auf. Gehört Erickson zu den Banditen des Don? Gehört Erickson zu den Banditen des Don? Ach was, er kam mit einem Schiff hierher, faselte was von Piraten und so. Nee, der gehört zu niemandem hier. Gut zu wissen. Erickson hat seine gesunde Watschen bekommen. Erickson hat seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Das war klasse. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Okay, ich rede mit ihm. Okay, ich rede mit Erickson. Ja, bitte. Er soll endlich verschwinden. Ach, du armes Mädchen, echt. So. Es ist besser für dich, wenn du jetzt abhaust. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? Ja, dann hau ab. So, meine Gute, jetzt hast du endlich Ruhe vor ihm. Das Geschäft, also diese Branche ist sowieso echt hart. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, so eine Arbeit zu machen. Wirklich, es ist wirklich Arbeit. Also, jeder einzelne Cent, Goldstück, wie auch immer, egal in welchem Spiel oder im Real Life, ist echt hart verdient. Ich schätze, Erickson wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Endlich ist der Spuk vorbei. Frauenheld. Du bist toll, weißt du das? Ich danke dir, mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke, du auch. Du musst dich ja gar nicht mehr hübsch machen, du bist ja schon so fisch. Hoho, gleich mal schleimen ein bisschen noch. Ja, wir sind ja ein Held jetzt, ne? Frauenheld. Gut. Hätten wir das auch. Also, Baracke ist unser nächstes Ziel. Baracke, wobei da drüben waren wir auch noch nicht. Nanu, wer bist denn du? Ah, der Erickson sitzt jetzt da, passt schon. Da soll er hier sitzen bleiben, der Gauner. Ein Leuchtturm. Und wer bist du? Der Besitzer des Leuchtturms? Jack. Nein, nicht im Ernst, echt? Ah, Gilde 2. Mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetackelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Okay. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum?
der meine Schmerzen lindert? Ich glaube, ich hätte noch einen in der Tasche, bitte. Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Okay. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Ei. Captain. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ja. Was hättest du denn? Haufenweise Muscheln? Boah, das wäre echt günstig, ne? Die nehme ich alle mit. Schau mal. Und dann kriegst du dafür eine Perle. Das Fell nehme ich nicht mit. Das braucht man nämlich nicht. Haifischsteak. Schaufel haben wir auch. Warte mal noch. Was kann ich dir verkaufen? Den Staub? Passt. Bin ich zufrieden. La, la, la. Das ist dann quasi sein Zuhause, ne? Das lasse ich mal stehen. Das raube ich jetzt nicht aus. Lassen wir mal. Dann wieder speichern, wäre nicht schlecht. Speichern, speichern. Und vielleicht können wir die Truhe ausrauben. Mit Hornmuschel, Wolfsfell und Knochen. Nicht so schlecht. Drüben haben wir einen Schwertkämpfer. Und da hätten wir ein warmes Plätzchen zum Schlafen normalerweise. Brathering. Ach, die fliegen, ne? Ja, da ist das Bett. Genau, das habe ich eigentlich gesucht. Bis zum nächsten Morgen schlafen können wir uns schon mal leisten und erlauben. Perfekt. Das tat gut. Jetzt sehe ich auch die Minze wieder, an der ich vorher vorbeigehascht bin. Und dann gehen wir auch mal weiter. Hallöchen, mein Freund Edgar. Du bist nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Wie meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Okay. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Das wollen wir nicht haben. Was muss ich über die Stadt wissen? Was muss ich über die Stadt wissen? Es gibt Orte, an denen du nichts zu suchen hast. Zum Beispiel das Lagerhaus am Hafen. Wirst du da erwischt oder versuchst du was zu klauen, kriegst du Ärger. Und wie sieht der aus? Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wir hauen dir aufs Maul. Auch wenn du Bürger verprügelst oder unser Vieh schlachtest, hauen wir dir aufs Maul. Und falls du mal jemanden umbringst... Haut ihr mir aufs Maul? Genau. Und anschließend bringen wir dich um. Sehr gut. Was muss ich noch wissen? Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast, kann es vorkommen, dass die Leute nicht mehr mit dir reden. Und okay. Was mache ich dann? Am besten, du machst gar keinen Ärger. Und falls doch mal was passiert? Tja, das ist dann dein Problem. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Die Magier kennen da so einen Spruch, diesen Witzzauber. Witzzauber? Willst du mich verarschen? Es ist ein Zauberspruch. Er gibt dir das Gefühl, jemand hat dir gerade den besten Witz der Welt erzählt. Okay. Und? Und darüber vergisst du alle Verbrechen und hast keinerlei Grund mehr, auf jemanden sauer zu sein. Wo kriege ich diesen Zauber? Wie ich schon sagte, die Magier oben in der Vulkanfestung kennen diesen Zauber. Vielleicht findest du auch eine Spruchrolle hier in der Stadt. Super. Und wer bist du? Wer bist du? Ich bin Edgar, Chef der Stadtwache. Oh. Früher lagen Recht und Gesetz in meiner Hand. Okay. Aber jetzt hat die Inquisition das Sagen und mich brauchen sie nicht mehr. Okay. Du bist ein guter Kämpfer? Du bist ein guter Kämpfer? Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge. Und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar. Aber gutes Training hat seinen Preis. Wie jeder. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten.
Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Ja, ist ja nicht schlecht, oder? Unterrichte mich im Kampf. Unterrichte mich im Kampf. Bei dem war ich immer. Für Schwertkampf ab Stufe 2, ne? Und hier Stärke. Da war ich immer bei dem Kerl. Wie gesagt, da ich noch nicht weiß, wie wir uns entscheiden werden, wo wir dann nächsten Samstag hinarbeiten werden, Anfang tun vielleicht, wenn es passt. Also in welche Richtung, Bandit oder Ordenskrieger, beziehungsweise Magier. Mir ist alles recht, wie gesagt, Bandit kenne ich schon. Unter Anführungszeichen kenne ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber was soll man da vergessen? Man schaut einfach, dass man sich bei den Banditen quasi einschleimt, sich mit ihnen gut stellt. Ansonsten, wenn es die nicht sind, sind es eben die Ordenskrieger und dann kann man sich eh für Magier oder Ordenskrieger entscheiden. Hallo, Wiesel? Ich gebe nichts. Wie geben? Wollte ich was von dir haben? Oh, ich dachte, du bist ein Flüchtling, der ein paar Münzen schnorren will. Na, danke. Du gehörst zum Don? Du gehörst zum Don. Ach, das hast du erkannt? Bist wohl ein ganz Schlauer. Ja. Was machst du hier? Mit Diplom. Ich mache gar nichts. Wie soll ich etwas machen, wenn die Weißen mich nicht aus den Augen lassen? Warum beobachten dich die Weißen? Warum beobachten dich die Weißen? Ich glaube, sie halten mich für einen Dieb oder Einbrecher. Und? Bist du einer? Nein. Früher habe ich den ehrenwerten Händlern sogar Schutz angeboten. Okay. Und dich dafür bezahlen lassen. So ist nun mal das Geschäft. Und jetzt? Jetzt wartet Carlos nur darauf, dass ich ihm einen Grund liefere, damit er mich aus der Stadt werfen kann. Mhm. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Was weißt du über Carlos? Was weißt du über Carlos? Ein Krieger der Inquisition, ein weißer Ordenskrieger. Er ist der neue Herr der Stadt. Er und seine Wachen vertreten das Gesetz. Ach, was sage ich? Sie haben das Gesetz selbst in die Hand genommen. Verfluchte Bande. Ja, aus mit dem lustig lockeren Leben hier, ne? Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. So, und wie willst du das anstellen? Lass mich einsteigen. Ich kümmere mich um deine Geschäfte. Wieso sollte ich dir vertrauen? Ja, du musst es wohl darauf ankommen lassen. Tja, hoffentlich ist dir klar, worauf du dich einlässt. Don Esteban schätzt es gar nicht, wenn man versucht, ihn zu hintergehen. Und ich auch nicht. Ich, ach komm schon, gib mir eine Chance. Komm schon, gib mir eine Chance. Hör zu, Junge. Das hier ist das Viertel der reichen Säcke. Du kannst dir nicht einfach von Tür zu Tür gehen und Schutzgeld kassieren. Hier sind die weißen Typen und die passen gut auf. Und wie läuft das hier? Bevor ich dir die Tricks zeige, mit denen du dir hier die Taschen füllen kannst, musst du was anderes für mich machen. Worum geht's? Worum geht's? Don Esteban unterstützt den Anbau und die Ernte von Brauke. Die Ernte wird vom Alchemisten Leonardo weiterverarbeitet. Gary, der Gehilfe des Alchemisten, bringt die Ware dann wieder zu uns. In letzter Zeit verschwindet allerdings ein Teil der Ware. Aha. Du meinst, da zweigt sich jemand was ab? Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Ja, ich denke, dass Gary dahinter steckt. Warum verprügelst du ihn nicht? Ich will nicht, dass die Weißen mich dran kriegen. Und obwohl ich Gary für einen Feigling halte, weiß ich nicht, ob Schläge ihn zum Reden bringen. Mhm. Wie kommt die Ernte in die Stadt? Wie kommt die Ernte in die Stadt? Belaste dich nicht mit Wissen, das gefährlich sein könnte. Und wenn die Ware schon auf dem Weg in die Stadt verschwindet? Nein, das passiert nicht. Wenn Leonardo die Ware bekommt, ist sie noch vollständig. Mhm. Wie soll ich vorgehen? Wie soll ich vorgehen? Gary ist zu dumm, um auf eigene Faust zu arbeiten. Irgendwer hat ihn beauftragt. Wenn wir den kriegen wollen, musst du Gary verfolgen, wenn er die Krautpakete ausliefert. Und wenn er sich mit seinem Partner trifft, schnappst du dir die beiden. Alleine? Ich würde dir ja helfen, aber die Weißen lassen mich nicht aus den Augen. Okay, ich werde Gary verfolgen. Was habe ich... Natürlich. Was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Du willst dir doch die Taschen füllen, oder? Bring mir, was ich haben will, und ich zeig dir, wie wir die reichen Händler um ihren Besitz bringen. Ist das alles? Außerdem wirst du damit unser Vertrauen in dich stärken. Marcello ist nämlich scharf auf meinen hübschen Hintern und darf die Pakete nicht bekommen. Okay. Was passiert, wenn Marcello die Pakete bekommt? Was passiert, wenn Marcello die Pakete bekommt?
Dann hätte ich keine ruhige Minute mehr. Jeder in der Stadt weiß, dass wir den Krauthandel kontrolliert haben. Deshalb haben wir auch damit aufgehört, als der Orden die Stadt übernommen hat. Mit den Paketen als Beweis könnte Marcello mir allerdings Schwierigkeiten machen. Ein unschöner Gedanke. Deshalb musst du die Pakete finden und sie mir geben. Ich werde Gary verfolgen. Ich werde Gary verfolgen. Gut. Gary arbeitet gegenüber von hier im Haus des Alchemisten. Stell dich neben oder hinter mich, damit er dich nicht sofort bemerkt. Er ist ein nervöser Bursche. Okay, ich bin bereit. Na, puh. Noch nicht. Das lasse ich mal ganz kurz. Weil das bedarf ein bisschen Konzentration von mir, die ich heute nicht mehr habe. Und da eben bald Mitternacht ist und wir dann für heute Schluss machen, bin ich mir gerade nicht sicher, ob sich das zeitlich überhaupt ausgehen tut. Darum machen wir das in nächste Woche, wenn es passt. Eine Bürgerin, boah, da ist finster. Da bräuchte ich schon eine Fackel, ey. Da. Wow. Alvaro, hallo. Lass mich raten. Du willst deine Waffe kaufen. Ein paar Klingen habe ich noch da. Reparaturen und Schleifarbeiten dauern länger. Also, was darf's sein? Kann ich dir bei der... Also kann ich bei dir Schwertrohlinge bekommen? Kann ich bei dir Schwertrohlinge bekommen? Nur das, was ich im Laden habe. Aber wenn du Eisenerz hast, kann Walter dir vielleicht weiterhelfen. Na schön. Wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Seit wir den Auftrag für die Klingenstäbe des Ordens bekommen haben, läuft es richtig gut. Walter arbeitet inzwischen Tag und Nacht, damit alles fertig wird. Und wann schläft der arme Kerl mal? Zeig mir deine Ware. Zeig mal, was du hast. Der arme Kerl, kann ich da mal schlafen? Zwei Händler. Ja, ja, nein. 15 Klingenschaden. Ja, da muss ich Stärke mal lernen ein bisschen. Dann wird schon wieder was gehen. Säbel, Machete, Endermesser. Keine Ahnung. Beenden. Auf jeden Fall mal. Später. Ich nehme mal an, wenn ich da rausgehe, komme zu dem Kerl. Hallo Walter. Ja? Ja. Kannst du mir eine Waffe verkaufen? Kannst du mir eine Waffe verkaufen? Nein. Alvaro kümmert sich um das Geschäftliche. Wie läuft's bei dir? Wie läuft's bei dir? Du hast wohl zu viel Zeit. Ja. Seit dem Gesetz des Inquisitors stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Alvaro lässt mir kaum noch Zeit, mal in Ruhe ein Bier zu trinken. Boah. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Ja, das denke ich mir. Dafür hast du aber noch ein gutes Gemüt. Was ist mit Schmiederohlingen? Verkaufst du die? Was ist mit Schmiederohlingen? Verkaufst du die? Sieht schlecht aus. Seit der Sache mit den Ruinen kriege ich keine Rohstoffe mehr. Scheiße. Kann man da gar nichts machen? Nun ja, es gibt da schon eine Lösung. Wenn du Eisenerz hast, kann ich dir daraus Schwertrohlinge machen. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Dank Alvaro. Erzähl mir was über Alvaro. Erzähl mir was über Alvaro. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss arbeiten. Mach doch mal eine Pause. Mach doch mal eine Pause. Und wer macht dann meinen Job? Du? Na, ich kann's ja mal versuchen. Und was glaubst du, wird Alvaro dazu sagen? Ich denke, er wird es begrüßen, wenn sein Schmied wach und ausgeruht arbeitet. Das Einzige, was Alvaro begrüßen würde, ist eine weitere Truhe voll Gold. Na toll. Er nimmt dich ziemlich hart ran, was? Alvaro nimmt dich ziemlich ran, was? Manchmal glaube ich, dass wirklich jeder in der Stadt eine Waffe haben will. Ha! Wenn Menschen Angst haben, schärfen sie ihre Schwerter. Ja. Und die Arbeit bleibt an mir hängen. Naja, Hauptsache es gibt Bier. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Vielleicht. Ich habe Nachschubschwierigkeiten. Ständig fehlt irgendwas. Jeden Mist muss ich mir hier zusammensuchen. Am meisten fehlt mir altes Metall, das ich einschmelzen kann, um daraus Rohlinge zu fertigen. Wenn ich genug alten Metallschrott hätte, würde mir das meine Arbeit sehr viel einfacher machen. Mhm. Woher kriegt man denn solches, also so viel altes Metall?
Woher kriegt man so viel altes Metall? Die Bauern draußen hatten ziemlich viel alten Metallschrott auf ihren Höfen herumliegen. Alte Werkzeuge, Nägel, sowas eben. Aber ich habe von den Gnomen gehört, die da draußen herumstöbern. Sie klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich wette, die haben auch den ganzen alten Metallschrott der Bauern gestohlen. Verstehe. Bing, und da kommt eben diese Waffenbeutelchen, die wir schon mal gesammelt haben, zwei Stück, die kommen zu ihm hin. Ich bring dir das alte Metall. Ich bring dir altes Metall. Aber du kannst doch gar nicht heraus aus der Stadt. Ich mach das schon. Wirklich? Das wäre super. Ich würde es dir auch bezahlen. Aber ich brauche verdammt viel davon. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß. 15 Stück. Woher ich das wohl weiß? Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Super. Genau so was habe ich gesucht. Ich bräuchte etwa 15 Stück davon. Was denn? 15 Stück? Weißt du, wie viele Gnome ich dafür umhauen muss? Tja, ich kann es nicht ändern. Was glaubst du denn, wie viele Waffen ich in den letzten Tagen geschmiedet habe, hä? 3. Ich brauche das Zeug. Na schön. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das kann aber eine Weile dauern. Mir egal. Hauptsache, du bringst sie mir. Gern. Ich habe Erz für dich. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich für einen Rohling? Ein Rohling für ein Einhandschwert benötigt 8 Eisenerzbrocken. Für Bastardschwerter brauchst du 10 und zwei Händer benötigen 12 Eisenerzbrocken. Dauert noch ein bisschen. Also dann tschüss. Dauert noch ein bisschen. Na, nicht wegschmeißen. Ich wollte nur testen, ob ich sie wieder wegstecken kann, ob es mit 0 geht. Na, dann zünde ich eine neue an. Wahrscheinlich. Schande. So, wie spät haben wir es? Ein paar Minütchen haben wir noch. Ein paar Minütchen. Da dürfen wir nicht zu nah ran, die sind gleich beleidigt. Hallo Marcello. Sieh an, ein neues Gesicht. Ja. Willkommen im Händlerviertel. Danke. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Sowieso. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wiesel ist auf der Suche nach ein paar Krautpaketen. Das lassen wir noch. Toni. Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen, sonst werden wir beide noch verhaftet. Wieso denn? Was ist denn los, Bursche? Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Was kann ich für dich tun? Beziehungsweise die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Dom. Es ist ein goldenes Amulett. Aha. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Ja. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Wo genau soll das Amulett sein?
Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Okay. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Dons. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Okay, ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding. Aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Ja. Wie willst du denn an den Weißen vorbeikommen? Das überlege ich mir unterwegs. Na gut, ich warte hier. Jo, noch ein bisschen. Was ist da drüben noch? Los. Schmiedknecht. Wache. Okay, da scheint dann nichts mehr zu sein. La, la, lila. La, la, lila. Da müssen wir noch hier hoch. Hallöchen, Tilda. Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Was machst du hier vor Konrads Haus? Ich würde sagen, sie fegt den Boden, aber... Was machst du hier vor Konrads Haus? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Aha. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst wenn es nur vor seiner Tür ist. Was kannst du mir über Konrad erzählen? Er hat das Haus voller Vorräte. Aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt. Nicht mal, als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Na super. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Pah, Männer. Na super. Erzähl mir von dir. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Oh. Und meine Söhne. Meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohl auf sind. Oh. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht? Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das kann dich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden, oder? Mm-mm. Wegen deinen Söhnen. Ich werde mein Auge offen halten. Was zahlst du denn, alte Frau? Boah, das ist gemein. Wie heißen deine Söhne? Das wäre mal interessant. Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Hoffentlich ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Na super, ich werde ein Auge offen halten. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, ja, schon gut. Er ist so graupert. Ich traf deinen ältesten Sohn, Peppo. Dann lebt er? Ja, er lebt. Er hat einen Job bei, bei den Ruinen. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, aber er ist nicht allein. Er hat ein paar starke Kämpfer an seiner Seite. Na, ihr will ich kein Geld abknüpfen. Die arme Frau, tut mir leid. Was ist denn mit deinem Mann? Der ist nur am Saufen. Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Ja. Na dann. Jo. Ein bisschen noch. Wer bist denn du? Die Elsa. Na, Kulimu. Und haufenweise Fliegen bei ihr. Wie es sich gehört. Haha. La, 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 la. Lala, was haben wir da? Hm. Oh, ein Mana-Pilz. Da ist noch eine Heilpflanze. Hallo. Halt! Kein Zutritt. Oh. Was ist das für ein Gebäude? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Ich muss mit deinem Boss sprechen. Der ehrenwerte Kommandant Carlos ist für niemanden zu sprechen. Mir ist nicht bekannt, dass er dich hat rufen lassen. Also kehrst jetzt besser wieder um, Fremder. Andernfalls erwartet dich die Zwangsrekrutierung. Na, ich bin schweig. Wie bist du Ordenskrieger geworden?
Ich habe mich freiwillig gemeldet. Die Zwangsrekrutierten bleiben meistens in der Vulkanfestung oder werden in die Tempelruinen geschickt. Der Wachdienst hier ist zwar auch kein Zuckerschlecken, aber immer noch besser, als in den Ruinen verheizt zu werden. Hm. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich Magier werden will. Oh. Naja, bin dann doch Rekrut geworden. Magie liegt mir eben nicht so gut wie der Kampf mit dem Stab. Was müsste ich tun, wenn ich mich freiwillig melden wollte? Du bräuchtest eine Empfehlung unseres Kommandanten Carlos. Aber nur Carlos entscheidet, ob er mit dir reden will oder nicht. Und da mir bisher niemand gesagt hat, dass er dich sehen will, gehst du jetzt wohl besser wieder. Jawohl. Wie will Carlos mich rufen, wenn er gar nicht weiß, wo ich mich aufhalte? Carlos weiß alles, was in seiner Stadt passiert. Wir Wachen werden dich schon finden, wenn er dich sehen will. Alles klar. Na, wenn du das sagst... Hey, du! Noch einen Schritt weiter und ich hack dich in Stücke, klar? Ich bin schon weg. Ich wollte eigentlich nur da drüben den Ding holen, aber wenn es du nicht lässt, dann bevor du mich in Stücke hackt, hau ich lieber ab. Na fein, dann haben wir eigentlich schon fast die Stadt umrundet, kann man sagen. Haben so gut wie jede brauchbare Person, sag ich mal, hier gefunden, kennengelernt und Aufträge gesammelt. Und ich denke mal, das ist eine gute Grundbasis für den nächsten Samstag, wo wir dann hier weitermachen werden. Werden wir mal ein paar Quests wieder machen, unter anderem auch mal diese Baracke anschauen, das ist sehr interessant. Von dieser Patty. Die Baracke eines Piratenkapitäns. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Erholt euch gut, genießt das Wochenende, habt hoffentlich ein schönes Wetter. Genießt einfach den Tag, ruht euch gut aus und stärkt euch für die kommende Arbeitswoche. Ihr Lieben, ich bedanke mich nochmals für alles. Einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!